Hallo Klickenabendler, wir sind hier bei Noris, neben mir sitzt die Nadine. Hallo Nadine. Hi Jörg. Und jetzt haben wir eine Neuheit, Geisteruhr von euch. Anja und Christoph, die Autoren, Anja Frede, Christoph Kanzler, die haben gestern zu mir gesagt, Jörg, du brauchst das nicht anschauen, das erklärt sich von allein. Das ist eine von euren großen Frühjahrsneuheiten. Genau, ist unser absolutes Messehighlight. Ein wunderbares Spiel, was ich finde, reiht sich ein in unserer Kinderserie, ist eben schon ab 5+ geeignet, ist ein total simples Prinzip. An und für sich versteht man es wahrscheinlich schon, wenn man sich die Verpackung anschaut. Ich würde es euch dann, wenn es euch interessiert, trotzdem einmal kurz erklären. Okay, also wie gesagt, 2 bis 4 Jahre ist die Angabe. Zwei bis vier Spieler natürlich. Ich bin schon ganz hin und weg. Das liegt daran, weil vorhin, wo du noch nicht da warst, da bin ich nämlich schon dran gesessen. Wir zeigen das euch nachher noch in einer separaten Sequenz. Bin ich schon allein dran gesessen, weil, vielleicht kann man mal kurz sagen, bevor wir dann den Ablauf dann zeigen, um was geht's denn in diesem Spiel? Genau. Also unsere Uhr ist natürlich wie von Geisterhand geführt, heißt ja auch Geisteruhr, und unsere Uhr tickt leider nicht mehr ganz richtig. Der Zeiger der Uhr ist kaputt. Dementsprechend geht der Zeiger, wenn ich die Uhr betätige, einmal nach links, einmal nach rechts. Ich weiß nicht, in welche Richtung sich der Zeiger dreht, und ich weiß eben auch nicht, wie lange er sich dreht. Vielleicht dreht er sich 5 Sekunden, vielleicht dreht er sich 2 Minuten. Von Geisterhand geführt. Innerhalb der Zeit, wo sich der Zeiger dreht, muss ich eben versuchen, meine Geister auf den Uhrenblatt zu platzieren. Problem ist, ich habe dafür eben nur so lange Zeit, wie sich mein Uhrenarm dreht. Das weiß ich eben nicht. Den Gongschlag, den man gerade gehört hat, gibt mir an, dass die Uhr zum Stillstand gekommen ist. Wichtig ist dann, möglichst viele seiner Geister auf dem Uhrenblatt liegen zu haben. Derjenige, der die meisten seiner Geister hier liegen hat, darf sich einen seiner Geister sichern und an die Seite legen. Dann geht die nächste Spielrunde weiter. Ziel ist es, als erster 3 seiner Geister außen liegen zu haben. Ab wann ist das Spiel erhältlich? Vielleicht abschließend, bevor es schon bei mir zuckt, nämlich schon, dass ich loslegen will. Ab März diesen Jahres. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal genau auf das Spiel, probieren wir eine Runde und dann schauen wir, wer gewinnt. So, ich spiele blau. Ich spiele gelb. Okay, dann würde ich sagen, wir drücken hier drauf, aber nicht gleich alle drauf machen, sonst sind alle gleich weg. Genau. Probieren wir es mal. So, den ersten, den platziere ich mal hier. Komm, da geht noch was. Nein! Gut, der war weg. Ja. Ah, okay, gar nicht mal so schlecht. Du hast gewonnen. Aber vorhin habe ich eine Partie erlebt, da sind sie mir gleich alle raus. Also das war jetzt wirklich Glück, eine schöne Partie. So funktioniert es nicht immer.